Die meisten von euch haben bestimmt die neue Dokumentation Quiet on Set – The Dark Side of Kids TV mitbekommen. Da wurde mit vielen Leuten im Nickelodeon-Umfeld gesprochen, mit Schauspielern, mit Crewmembern und auch mit Eltern, was sie so über das alles zu erzählen haben, und die Details dazu waren einfach extrem schockierend. Es geht um Kinder, auch kompletter Sexualisierung in den beliebtesten Nickelodeon-Sendungen wie zum Beispiel iCarly, Victorious, Sam und Cat, Drake und Josh und The Amanda Show, um psychischen Missbrauch, um Machtmissbrauch und auch um Frauenhass. Neben dem Aushängeschild Dan Schneider waren aber noch viel mehr Leute komplett darin involviert. Besonders hervorgehoben Brian Peck, Jason Handy und Ezeel Chanel. Und wahrscheinlich noch viel mehr Leute. Das ist ein richtiges Rabbit Hole, in das ich da eingetaucht bin. Und was genau alles vorgefallen ist, warum Dan Schneider sich sogar selbst zu Wort meldet und dabei weint und wie das alles überhaupt passieren konnte, schauen wir uns in diesem Video an. Hallo zusammen. Ich habe sehr lange mit mir gehadert, ob ich überhaupt ein Update-Video produzieren soll. Schließlich habe ich ja bereits am 20. Mai 2022 ein Video dazu veröffentlicht. Manche kennen es vielleicht, Dan Schneider, Nickelodeons verstörendes Geheimnis. Aber es gab jetzt doch einfach so viele neue Infos, dass ein Update wohl der richtige Weg ist. Falls ihr mein Video aus 2022 noch nicht kennt, schaut euch das unbedingt zuerst an. Ich habe euch das überall verlinkt, denn dieses Update-Video hier wird direkt darauf aufbauen. Im Video von 2012 behandle ich bereits einige Themen, wie zum Beispiel Dans Kinderfußfetisch, die traurige Geschichte über Janet McCurdys Essstörung, die abartigen Kinder-Bootcamps und auch die Schwangerschaft von Jamie Lynn Spears. Falls ihr diese Informationen also in diesem Video hier vermissen solltet, die sind im Teil 1 zu finden. Diese unzähligen Berichte, Informationen und Fälle zu suchen, zu bearbeiten und zu strukturieren, war einfach eine extrem enorme Recherche und Zeitaufwand. Ihr seht ja schon selbst, wie lang das Video ist. Alleine das ganze Material zu sichten, alle Aussagen zu lesen und alles komplett im Umfeld aller Schauspieler zu recherchieren. Deshalb würde ich mich wirklich total freuen, wenn ihr gleich mal einen Kommentar und einen Like da lasst, um dem YouTube-Algorithmus zu zeigen, dass dieses Video ein Klick wert ist. Da es nämlich wirklich ein extrem wichtiges Thema ist. Viele Kinder und Jugendliche haben einen Traum, den Traum berühmt zu werden, viel Geld zu verdienen und das zu machen, was sie lieben. Heutzutage wird man wohl einfach Influencer, indem man einfach vor der Kamera herumhopst. What? What the f***? Damals in den 90er und frühen 2000er Jahren war das allerdings noch nicht so leicht. Es gab im Grunde eigentlich nur zwei Wege, richtig in der Film- und Serienbranche Fuß zu fassen. Disney und Nickelodeon. Wer sich für Zweiteres entschieden hat, musste leider sehr viel über sich ergehen lassen. Um das ganze Thema irgendwie übersichtlich und strukturiert zu halten, werde ich euch wie auch schon im ersten Teil durch verschiedene Kapitel führen. Kapitel 1. Dan Schneiders Frauenhass. Dan Schneider hat wohl irgendwas gegen Frauen. Dan Schneider ist übrigens dieser Typ hier. Er hatte die Idee für die beliebtesten Nickelodeon-Sendungen. Er hat die Texte geschrieben und die Sendungen produziert. Und er war für Nickelodeon so etwas wie der heilige Gral. Denn er brachte dem Sender einen enormen Reichtum. Hallo, ich mag Moneten. Und auch eine extrem hohe Bekanntheit. Er war auch der einzige Grund, warum Nickelodeon so extrem gut mit Disney mithalten konnte. Frauen am Set hat er aber ständig beschimpft und angeschrien. Er hat sie dauernd als unlustig und minderwertig betitelt und sogar gezwungen, ihm den Kopf zu massieren. Und wer weiß, wo noch überall. Übrigens hat auch einige der Kinderstars, wie Miranda Cosgrove und Amanda Bynes, dazu gezwungen, ihn ebenfalls am Set zu massieren. Das Ganze ging so weit, dass die beiden einzigen weiblichen Autorinnen sich ein Gehalt teilen mussten. Das heißt, sie bekamen jeweils die Hälfte weniger bezahlt als ihre männlichen Kollegen und wurden trotzdem ständig von Dan niedergemacht. Obwohl die beiden das alles über sich ergehen lassen haben, einfach nur um ihren Traum zu verfolgen, an so einer bekannten Show mitschreiben zu dürfen, wurden sie nach nur einer Staffel gekündigt.
Ab diesem Zeitpunkt hatte Dan Schneider dann nur noch männliche Autoren für seine Shows. Ich kann mir vorstellen, dass er das wirklich gemacht hat, um die Kinder am Set noch mehr zu sexualisieren. Dass sich keine Frau mehr hinter sie stellen kann und keine Frau irgendwie sagen kann, ja, das sollte man jetzt aber nicht in die Kindersendung packen. Und die anderen männlichen Autoren machten da einfach durchgehend mit. Aus diversen Gründen, zu denen ich später noch kommen werde. Kapitel 2: Wie Dan Schneider die Mädchen sexualisierte. Es gibt wohl hunderte Szenen, die beweisen, wie abartig es in den Kindersendungen zuging. Angefangen, dass die weiblichen Stars extrem oft im Bikini zu sehen waren oder generell einfach sehr wenig anhatten in jungen Jahren und ständig die jungen Mädchen irgendwie angespritzt wurden. Ich meine, schaut euch mal diese Szene an. Am Set haben die männlichen Mitarbeiter dann sogar so etwas gesagt wie "Wow, nicer Shot". Oder auch hier, wo den Yellow Monet einfach Lotion ins Gesicht gespritzt wird. Die Szene, wo Ariana Grande ihre Füße in den Mund schiebt oder sich mit Wasser vollspritzt, habe ich auch schon im ersten Teil analysiert und das sind einfach so abartige Beispiele dafür, wie die Kinderstars sexualisiert wurden. Aber auch diese Szene mit der Kartoffel ist extrem abartig. Come on, give up the juice. Did that air on Nickelodeon? So, ich glaube, ihr habt genug gesehen, ihr wisst, worauf ich hinaus wollte. Kapitel 3: Die grausame Geschichte hinter Amanda Bynes. Amanda Bynes wurde leider schon sehr früh als sehr, sehr junges Mädchen von Dan Schneider entdeckt und er hatte sofort Interesse an ihr und Großes mit ihr vor. Er war schon von Beginn an extrem oft alleine mit ihr und die anderen am Set berichteten noch dauernd, dass Amanda Bynes weg ist und dass sie alleine mit Dan Schneider ist. Auch hat man die ganze Zeit Amanda Bynes an ihm kleben sehen, sie hat ihn dauernd umarmt, massiert und alles mögliche, es wirkte fast schon so, als wären die irgendwie zusammen gewesen damals. Und als ob das nicht schon krank genug wäre, hat er das Ganze auch gemacht, selbst wenn ihre Eltern dabei am Set waren. Die Eltern haben aber angeblich nichts unternommen, weil sie die große Karriere für ihr Kind wollten, koste es, was es wolle. Richtig bekannt wurde Amanda dann durch die Amanda Show. Ich erinnere mich nicht an die Sendung und das hat auch einen gewissen Grund, denn laut meiner Recherche gab es diese Sendung nie bei uns, die lief nur in Amerika. Die Show war übrigens auch das Sprungbrett für Drake Bell und Josh Peck, die auch schon bei der Amanda Show mitwirkten, bevor sie ihre eigene Sendung Drake und Josh bekommen haben. Gerade auch mit der jungen Amanda hat Dan einfach unfassbar kranke Szenen gedreht, wie zum Beispiel die hier, wo sie an einem Schlauch blasen soll. Und ähnlich wie bei Jamie Lynn Spears gibt es auch hier das extrem kranke Gerücht, dass sie mit nur 13 Jahren von Dan Schneider geschwängert wurde und das Kind abtreiben musste. Aufgekommen ist das alles durch diese Tweets von dem Account @persianla27. Dort schrieb sie zum Beispiel: Ein gewisser Mann dort am Set hat hunderte Fotos von meinen Füßen gemacht. Ich war erst 13. Einer der Gründe, warum ich nie schwanger werden kann. Gemeint ist natürlich Dan Schneider. Noch krasser war dann aber dieser Tweet hier. Entschuldigt aber hier die schlechte Bildqualität, aber alle Screenshots und alles mögliche davon ist irgendwie von Google verschwunden. Ich bin froh, überhaupt dieses verpixelte Bild gefunden zu haben, was von einem mittlerweile bereits gelöschten TikTok-Video zu stammen scheint. Aber man erkennt gerade noch, was da steht und sie schreibt nämlich: Kannst du dir vorstellen, eine Abtreibung mit 13 zu haben, weil dein Boss dich geschwängert hat? Auch hier ist natürlich Dan Schneider gemeint. Noch gruseliger wurde es dann aber, als die Person, die den Account betrieb, ein Foto des Ausweises von Amanda Bynes gepostet hat, um zu verifizieren, dass sie es wirklich ist, weil ihm viele Leute geschrieben haben, ja, das kann nicht echt sein, das muss irgendein Fake-Account sein. Man könnte jetzt sagen, okay, das ist eine klare Sache, aber dann kamen diese Tweets, wo Amanda Bynes behauptet, dass das alles nicht echt ist und auch ihr Foto von ihrem Ausweis geklaut wurde, weil irgendjemand ihren Instagram-Account gehackt hat. Klar, das kann natürlich gut sein,
Aber ich habe noch eine ganz andere dunkle Theorie dazu. Was ist, wenn sich sofort Dan Schneider, irgendwelche Anwälte oder wer auch immer bei Amanda gemeldet haben und sie gezwungen haben, das wie einen Fake aussehen zu lassen, damit die Wahrheit weiter vertuscht bleibt? Ich habe irgendwie so ein Gefühl, denn warum sollte plötzlich nach all den Jahren irgendeine random Person deinen Account hacken und diese Dinge erfinden, die ja nachweislich laut verschiedenen Aussagen auch sehr gut stimmen könnten? Noch abartiger und seltsam wird es, wenn man sich dann diese Szene aus der Amanda Show mal genauer anschaut. Okay, I'll take 398. By 400 you get a free baby. Done. Great. Bloß ein Zufall? Oder wollte er ihr zusätzlich noch wehtun und sie zusätzlich psychisch fertig machen? Amanda Bynes sah früher bei Nickelodeon einfach so unfassbar glücklich aus. Sie hatte noch ihr ganzes Leben vor sich. Doch man sieht bei ihr deutlich, dass wirklich sehr schlimme Dinge mit Dan Schneider vorgefallen sein müssen. Denn sie ist nach ihrer Zeit bei Nickelodeon total abgestürzt. So sieht sie heute aus. Drogenprobleme, in der Psychiatrie und so weiter. Das arme Mädchen, ich wünsche nur das Beste. Kapitel 4: Drake Bell und Brian Peck. It wasn't dealing with anybody on the shows or anything, right? It was a child actor. On one of our shows? Yes. Drake Bell wurde besonders stark manipuliert. Sein Vater war nämlich damals als sein Manager tätig und er hat sozusagen auch auf ihn aufgepasst, auch am Set. Sein Vater hat auch schon damals ein extremes Gefühl mit diesem Brian Peck. Aber Brian Peck hat Drake total manipuliert. Er meinte, sein Vater ist nicht gut für seine Karriere, er soll sich loslösen, er bringt ihn groß raus und so weiter. Und Drake hat sich dann wirklich von seinem Vater distanziert. Und alles, was Drake so beruflich zu tun hatte, fand dann plötzlich immer im Haus von Brian Peck statt. Drake muss irgendwelche Texte lernen, klar, bei Brian Peck zu Hause. Drake muss proben, ja, dann am besten bei Brian Peck zu Hause und so weiter. Und so ist es dann schließlich dazu gekommen, dass Drake Bell von Brian Peck vergewaltigt wurde. Er konnte auch nicht irgendwie sofort dagegen vorgehen. Warum, erkläre ich in einem späteren Kapitel noch ausführlicher. Aber auch Drake hat sich dann irgendwann ein Herz gefasst und Anzeige erstattet. Und da kommen wir gleich mal zum nächsten Fakt, wo man sich einfach nur an die Stirn fassen muss. Im Gericht waren dann wirklich Dutzende Leute, also es wären von Drake über 50 Personen beschrieben, die auf der Seite von Brian Peck waren. Alle haben unterschrieben und ihn unterstützt, dass er es nicht sein kann und dass Drake lügt und dass das alles keinen Sinn ergibt und so weiter. Darunter waren wirklich mächtige Leute, Schauspieler und alle möglichen Stars, die einfach zu Brian Peck gehalten haben. Da sieht man auch einfach mal wieder, was die für eine Macht haben und wie leicht man als Opfer einfach als Lügner dastehen kann. Jedoch hat glücklicherweise Drake den Fall gewonnen, da aber auch noch ganze 11 weitere Rauchanzeigen bezüglich Brian Peck eingegangen sind. Und was glaubt ihr, hätte Brian Peck für die 11 Fälle an Strafe verdient? Lebenslänglich, 30 Jahre, 20 Jahre, das wäre wohl das Mindeste, oder? Aber es waren lediglich 16 Monate. 16 f***ing Monate. Als er aus dem Gefängnis raus ist, hat er auch einfach sofort gleich wieder für Disney gearbeitet. Wie kann es überhaupt möglich sein, dass man wegen auch im Gefängnis landet, nur ganz kurz drinnen ist ein paar Monate, und dann sofort bei Disney wieder mit Kindern arbeitet? Macht und Geld ermöglichen unserer Welt wohl wirklich alles. Noch ein weiterer kranker Fakt ist, dass Kyle Sullivan, der bei All Dead mitgespielt hat, was bei uns übrigens auch nicht lief, den wir aber trotzdem von Malcolm mittendrin kennen, etwas extrem Schockierendes in Brian Pecks Haus gefunden hat. Er hat in der Garage so eine komische Zeichnung von einem Clown gefunden, und er hat dann Brian Peck gefragt, was es damit auf sich hat. Und der hat plötzlich total stolz präsentiert und erklärt, dass diese Zeichnung
von seinem extrem guten Freund John Wayne Gacy stammt. Moment, sein guter Freund John Wayne Gacy? Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, der Name kommt mir irgendwie bekannt vor, da war doch was. Und ja genau, er meint wirklich den Clown John Wayne Gacy. Den Serien der Dutzende Kinder ermordete und Brian Peck war ganz stolz darauf, ihn als Freund gehabt zu haben. Alleine damals hätte man ihn aufgrund dessen schon wegsperren müssen, meiner Meinung nach. Und ihr denkt jetzt wahrscheinlich, okay, Dan Schneider und Brian Peck, das waren jetzt aber wirklich alle Täter. Ich meine, wie viele können noch bei Nickelodeon arbeiten? Aber ich muss euch leider enttäuschen. Kapitel 5 – Weitere Täter bei Nickelodeon. Man will gar nicht wissen, wie viele Täter es dort noch gibt oder gab, aber bekannt sind zumindest noch ganze 3 weitere. Martin Weiss war Talentmanager bei Nickelodeon, er hatte also auch direkt mit Kindern zu tun und wurde wegen auch verhaftet. Jason Handy, der als Produktionsassistent bei Nickelodeon angestellt war, und SL Chanel, ebenfalls als Produktionsassistent angestellt, die wiesen beide leider ein ähnliches Bild auf. Die beiden Fälle wurden dann auch näher in der Quiet on Set Doku beleuchtet. Beide waren eben Mitarbeiter von Nickelodeon mit sehr engem Kinderkontakt und beide wurden für ihre Taten angeklagt. Beide kamen aber auch natürlich relativ schnell wieder frei. Jedenfalls frage ich mich wirklich, wie das passieren kann. Das wirkt ja fast so, als hätten sich diese Leute gezielt diesen Job bei Nickelodeon gesucht, um diverse Kinderproduktionen zu machen, um dann leicht an ihre Opfer zu kommen. Der einzige, der bislang nicht verhaftet wurde, ist Dan Schneider. Und seine Aussagen dazu und sein Interview sind sehr seltsam. Kapitel 6 – Das seltsame Dan Schneider Interview. Every one of those jokes was written for a kid audience, because kids thought they were funny. And only funny. Mit diesem Interview stimmt etwas nicht. Erstmal wird er von einem ehemaligen Mitarbeiter von iCarly interviewt, nämlich von Boogie bzw. T-Bow in der Serie damals. Und das ganze Interview wurde auch auf Dan Schneiders eigenem YouTube-Kanal hochgeladen. Die Kommentare sind dabei selbstverständlich deaktiviert. Und ich habe mir das ganze Interview mal angesehen und auf mich wirkt es eher sehr geskriptet. Boogie stellt keine wirklichen kritischen Fragen und auch wenn er mal was Kritischeres stellt, wie zum Beispiel, warum das so perverse Jokes in den Folgen waren oder warum die Mädchen den Schneider massieren mussten, sagt er dann nur so etwas wie, ja, es tut ihm leid und er hat sich geändert und so weiter. Und auch sagt der Schneider zum Beispiel Folgendes. The notion that I had the power to just produce whatever I wanted and have it air is completely false. Okay. There were many, many levels of scrutiny. Also er hatte keine Macht und alles wurde von seinen Vorgesetzten überprüft und für gut befunden. Also alles wurde von Nickelodeon selbst quasi freigegeben. Er hat in diesem Interview einige Aussagen getroffen und Boogie hat halt keine einzige Aussage davon irgendwie hinterfragt oder angezweifelt. Also wirklich alles, was Dan Schneider in diesem Interview von sich gegeben hat, wurde von Boogie einfach so hingenommen und als korrekt und wahr eingestuft. Aber wer sagt uns, dass das alles nicht einfach gelogen sein könnte? Sie sprechen auch kurz über den Gerichtsprozess mit Drake Bell und Brian Peck und ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber wirkt sein emotionales Weinen nicht auch total geschauspielert? Dan, I'm not good with words like you are. And would you help me with my speech for the judge? And I said, of course. Schreibt's gerne mal in die Kommentare, ob ich das auch so vorkommt oder ob ich der Einzige bin. Kapitel 7 – Warum hat niemand was gemacht? Ich habe extrem oft gelesen, auch unter meinem eigenen Video dazu, warum haben die nicht gekündigt, warum haben die Eltern nicht besser aufgepasst, warum haben die das alle zugelassen, warum haben die anderen Mitarbeiter nichts unternommen und so weiter. Naja, das Problem war mal aus Sicht der Kinder, war es so, dass sie erstens an Verträge gebunden waren und zweitens auch nicht ihre Karriere zerstören wollten. Dan Schneider hat wirklich so eine unglaubliche Macht, dass er theoretisch jeden entweder raushauen könnte oder durch Lügen seine Ziele erreicht.
Also zum Beispiel bei Victoria Justice war es so, dass sie sich mal geweigert hat, eine perverse Szene zu spielen. Und Dan Schneider hat dann in dieser Medienproduktionsszene überall herum erzählt, dass es extrem schwierig und mühsam mit Victoria Justice ist, zu arbeiten. Und hat so versucht, ihre Karriere zu zerstören, dass sie für keine Produktionen mehr angeworben wird. Also jeder hatte Angst, dass so etwas passiert. Für viele war die Schauspielerei natürlich der große Traum, weshalb man dann noch weniger Widerstand geleistet hat, um sich das dann eben nicht selbst zu zerstören. Einige haben in der Doku auch erzählt, dass sie aus ärmeren Familien gekommen sind und auf das Geld dann auch irgendwie angewiesen waren, weil sie ihren Eltern ein schönes Leben ermöglichen wollten. Im Fall von Janet McCurdy war es auch so, dass ihre Mutter sie gezwungen hat, dort zu bleiben. Das erklärt nämlich auch, warum sie auch noch zum Beispiel in der Serie Sam und Cat mitspielt und zu sehen ist, obwohl zu diesem Zeitpunkt schon so extrem viel vorgefallen ist. Deshalb hat sie dann auch das Buch geschrieben, Ich bin froh, dass meine Mutter starb. In diesem Buch erzählt sie übrigens auch sehr viel über Dan Schneider und wie schlimm es damals am Set war. Auch Schweigegeld spielt eine extrem große Rolle. Man weiß nämlich von einigen Leuten, dass ihnen Schweigegeld angeboten wurde. Zum Beispiel auch Janet McCurdy. Sie sollte $300.000 erhalten, wenn sie ihr Buch nicht veröffentlicht. Sie hat natürlich abgelehnt. Aber man weiß nicht, wie viele auf solche Deals eingegangen sind, wahrscheinlich sehr viele. Auch in der Doku selbst haben einige wohl Schweigegeldangebote bekommen, damit sie der Doku nichts aussagen. Und es gibt auch bis heute so viele Leute, die einfach schweigen und nichts dazu sagen. Die Mitarbeiter am Set haben also de facto nichts dagegen tun können, weil sie sonst sehr wahrscheinlich ihren Job verloren hätten. Und Eltern am Set waren ja zum Beispiel kaum erlaubt. Dan war meistens ganz alleine mit den Kindern und er hat es immer so verkauft, dass Eltern nur ablenken und im späteren Berufsleben sind die Eltern ja auch nicht dabei und so weiter. Die meisten Eltern haben das irgendwie dann akzeptiert, um den Traum irgendwie nicht zu gefährden und die Kinder selbst wurden dann natürlich am Set selbst die ganze Zeit manipuliert. Kennt ihr eigentlich noch die Social Media Plattform Vine? Das war eigentlich das frühe TikTok, wenn man so will, mit ganz kurzen Videos und Janet McCurdy hat dort zum Beispiel mal das gepostet. Hey Dan Schneider, I know you're watching my Vine. Do you like my Vine? Vine, Vine, Vine. Look what you've done to me. Das dürfte nämlich wohl so der erste Hinweis gewesen sein, dass mit Dan Schneider etwas nicht stimmt und auch das erste Mal, dass sie sich öffentlich dazu geäußert hat. Natürlich wurde das damals nur als Witz abgestempelt und für die Leute war es einfach nur ein lustiges Vine. Doch es gab auch ein paar wenige Leute, die ganz genau wussten, was am Set abgeht und die sich so gut sie konnten dafür eingesetzt haben, die Kinder zu beschützen. Kapitel 8. Die Retter am Set. Abgesehen von den jungen Stars, die sich oft auch selbst gegenseitig beschützt haben, wie zum Beispiel hier, wo Elizabeth Gillis Ariana Grande vor Dan Schneider beschützt. Hey! Hi, what's going on here? Why are you sitting on the floor of the set? Aber es gab auch noch einige andere Retter am Set, die auch unter anderem von Janet McCurdy bestätigt wurden in ihrem Buch. Der wohl bekannteste Fall ist hierbei Jerry Traynor. Es gibt einfach extrem viele Szenen von Jerry Traynor, wo er Dan von den Mädels ablenkt und versucht die Aufmerksamkeit auf sich selbst zu richten, damit Dan von denen weggeht und sie in Ruhe lässt. Außerdem war er wohl auch extrem oft am Set, auch wenn er keine Drehtage hatte, einfach nur um auf Miranda und Janet aufzupassen. Aber ich zeige euch das mal am besten anhand von einiger Clips. In diesem Clip sieht man, wie sich das iCarly-Team umarmt und Dan Schneider sich einmischt und wohl versuchen soll, Miranda dabei unauffällig zu umarmen. Aber in diesem Clip sieht man auch schön, wie sehr sich besonders Jerry als Erwachsener, aber auch Nathan versucht haben, für die Mädels einzusetzen und diese zu beschützen. Ganz am Anfang drückt sich nämlich Nathan direkt vor den Schneider, damit hat er keine Chance, Miranda zu umarmen und danach, als sich Dan so seltsam Miranda nähern möchte, wird er sofort von Jerry weggedrückt. In diesem Clip sieht Jerry Dan ankommen und ist alleine deshalb sofort angepisst. Achtet mal darauf. Und weil es so schön war, hier gleich nochmal so eine Szene. In diesem Clip labert Dan die ganze Zeit davon, wie geil er den Kuss zwischen Nathan und Janet fand,
weshalb Jerry ihnen sofort hilft, diese unangenehme Situation aufzulösen. They loved the episode. Cool. They loved that moment, Dan, between you two guys. Dan, they really so liked it. Dan, over here. Dan, what's up? Hey. Did Rebecca Siegel and Nina Kalmanson say anything about Miranda and I? Yeah, did they? In diesem Clip stellt sich Jerry sofort vor Janet und versucht, Dan abzulenken. Aber Dan will natürlich wie üblich nur die Mädchen filmen. Achtet mal darauf. Wants to know. Maybe. Yeah, if you could fill a pool with get out of here. Sorry. Wants to know if you could fill a. In diesem Clip nennt Dan Miranda eine Süße und achtet mal auf Jerrys angewiderten Blick. Hi cuteness. Hi. Hi cuteness. Ew. Hey, you weirdo. Oder achtet mal in diesem Clip auf Jerry, indem er seine Wut gegenüber Dan offen zeigt. Er realisiert sogar kurz danach, dass er professionell bleiben sollte. Yeah, seriously. Let us go home, Dan. Er war in diesem Fall natürlich nicht wirklich wütend aufgrund der Überstunden, sondern seine Wut ist herausgeplatzt, weil Dan sich die ganze Zeit so komisch den Mädels wieder genähert hatte. Viele haben mir da auch geschrieben, ja, aber wenn Jerry Traynor schon so involviert war, warum hat er dann nicht mehr gemacht? Das Ganze irgendwie gemeldet, die Polizei angerufen oder was auch immer. Naja, das Problem wäre gewesen, er wäre dann gekündigt oder ersetzt worden. Und was wäre dann passiert? Er als Schutz wäre dann auch noch weg gewesen. Und er hätte dann nicht mehr auf Miranda und Janet aufpassen können, wenn er weg wäre. Das ist übrigens auch der Grund, warum Jerry Dan immer so random und komisch ablenkt und auch oft mitlacht und so weiter. Er macht das nämlich absichtlich alles sarkastisch, damit Dan keinen Verdacht schöpft. An der Stelle sehr smart von Jerry, dem Ehrenmann. Ein anderes Beispiel ist auch noch Eric Lange, beziehungsweise Mr. Sikowitz von Victorious. Ich habe hierzu leider nicht so viele Clips gefunden wie von Jerry, aber er soll auch immer wieder ganz zufällig aufgetaucht sein, wenn Dan irgendwie so komisch bei dem Mädchen herumgefilmt hatte. Wie zum Beispiel in diesem Clip hier. Electric powered fan. Oh yeah. To, what are you doing? He's dead. I'm getting cold. President. Professor, President, Principal. All positions of power. You found all kinds of interesting ways to screw up the line. Während also Jerry Traynor ein Auge auf den Akali-Cast hatte, hat die Rolle Eric Lange wohl bei Victorious übernommen. Bei Henry Danger gab es auch seinen Beschützer. Ich persönlich habe Henry Danger nie geschaut. Allerdings soll hier Cooper Barnes, der den Captain Superhelden spielt, auch auf die jungen Stars aufgepasst haben. Dazu gibt es auch folgende legendäre Szene. What the hell are you doing? Your zipper's down. Zip it up. Okay, listen, this cannot keep happening, you guys. This is a kid's show. You can't be walking around with a bunch of guys with their zippers hanging out. You want one of the kids to see your thing, huh? Kapitel 9. Dan Schneider Videoanalyse. Ich bin zusätzlich nochmal alle Videos auf dem Dan Schneider YouTube-Kanal durchgegangen. Das war auch eine Heidenarbeit. Aber ich wollte schauen, wie viele komische Szenen ich noch entdecke. Und es waren wirklich eine Menge. Begonnen damit, dass er irgendwie oft random den Cast erschreckt hat und sie auch öfter irgendwie Angst vor ihm hatten. Man sieht es auch richtig an ihren Blicken und es wirkt auch oft so, als würden sie das nur Spaß sagen, aber ich glaube, das ist purer Ernst. What are you doing? I'm scared. This video made me so nervous. No. Why? Und man merkt doch sehr oft, wie total unangenehm es den Leuten ist. Besonders bei Elizabeth Gillis zeigt sie immer sehr offen, wie sehr sie von Dan angepisst ist und sie eigentlich nur permanent versucht, ihn zu ignorieren. Bei den meisten Mädchen, besonders bei Miranda, versucht er immer so ganz komisch Ganzkörperaufnahmen zu machen. Oder auch dieser Clip hier, wo er ganze Zeit möchte, dass Miranda bei Janet beim Mund herumfummelt, weil sie angeblich Salatreste in den Zähnen hätte. Man sieht sogar in der Szene, wie unangenehm es Nathan ist, wie angewidert er Dan ansieht und er ihnen wahrscheinlich am liebsten helfen wollen würde. Oder dieser Clip hier. Dan nähert sich Miranda und sie redet sofort irgendwas Berufliches über das neue Soundsystem, bekommt das Verhalten nämlich so vor, dass sie vermeiden möchte, dass Dan wieder irgendetwas Perverses sagt, aber ja, er macht es trotzdem. Seht selbst. So eine ähnliche unangenehme Situation gibt es auch mit Victoria Justice. Und auch mit Ariana Grande. Aber ein seltsames Kapitel haben wir noch. Josh.
Kapitel 10. Was ist mit Josh Peck los? Josh Peck kennen wir wohl alle nur zu gut von Drake und Josh. Die Aufdeckung durch Drake Bell muss eigentlich ja ihre Freundschaft bestärkt haben. Aber schaut mal, was Josh nach der Quiet on Set Doku an Drake gerichtet gepostet hat. If I haven't talked to you since 2023, take that as a fucking sign that you don't exist to me anymore. Bug, you got sprayed with the raid. Bye, see you never. Also erstmal wirkt Josh irgendwie komplett, als wäre er auf Drogen. Und warum geht er so auf Drake los? Ich meine, sollte er nicht für Drake da sein? Was denkt ihr, hat das zu bedeuten? Das Video hat er übrigens bereits von seinem offiziellen TikTok-Account wieder heruntergelöscht. Einige denken nun deswegen, dass Josh da auch irgendwie mit drin steckt und deshalb böse auf Drake ist, weil er ja quasi Dan und Brian Probleme macht. Als weitere Theorie wird sogar noch genannt, dass Josh Peck und Brian Peck sich ja den Nachnamen teilen und sie eigentlich in Wirklichkeit verwandt sein könnten oder sogar er sein Sohn sein könnte. Das würde natürlich auch irgendwie erklären, warum er plötzlich aus dem Nichts so böse auf Drake wäre. Allerdings bestätigt jede Quelle, dass keine Verwandtschaft zwischen den beiden besteht und sie nur zufällig denselben Nachnamen haben. Aber wer weiß. Dieselbe Theorie gibt's auch mit Dan Schneider, dass Josh der Sohn von Dan Schneider sein soll. Weil Josh damals Dan sehr ähnlich gesehen hat. Und ja, eine gewisse Ähnlichkeit ist da tatsächlich da. Aber warum sollte er plötzlich Dan Schneiders Sohn sein? Das erschließt sich mir auch irgendwie nicht. Aber das sind halt nur so Theorien, die erklären sollen, warum Josh plötzlich so asozial auf die Veröffentlichung von Drake reagiert. Was denkt ihr, was steckt dahinter? Ich weiß nicht, ob jetzt überhaupt noch irgendwer da ist, weil so lange Videos produziere ich ja eher selten und ich weiß nicht, ob ich so lange überhaupt die Spannung aufrechterhalten konnte. Ich hoffe jedenfalls, dass noch einige da sind und das hier hören können. Wenn euch solch extrem lange Videos und Recherchen gefallen, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch und schreibt es mir in die Kommentare. Dann weiß ich gleich, dass ich so etwas öfter produzieren kann. Es gibt zu 100% noch Dutzende weiterer seltsamer Videos, Aussagen und Indizien. Alles, was euch gefehlt hat oder was ihr selbst noch ansprechen wollt, auch gerne einfach in die Kommentare schreiben. Und es gibt übrigens auch noch eine geheime fünfte Episode von Quiet on Set, die erst am 7. April erscheinen wird. Es ist schon ein wenig seltsam, weil Episode 1 und 2 sind ja am 17. März erschienen und Episode 3 und 4 am 18. März. Warum erscheint die fünfte Folge dann so viel später? Einige gehen jetzt nämlich davon aus, dass dort noch eine extrem krasse Enthüllung passieren soll, die so krass ist, dass sie verspätet erscheinen soll, damit man erstmal quasi Episode 1 bis 4 verdauen kann, um den nächsten Schock zu überwinden. Soll ich euch dann da updaten, wenn da was rauskommt? Lasst es mich unbedingt in den Kommentaren wissen. Um meine Videos zu unterstützen, könnt ihr jetzt das Video liken, meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Vielen Dank an die Patreon- und Kanalmitglieder. Schreibt eure Wunschthemen jetzt in die Kommentare und hier erwarten euch zwei weitere gruselige Videos.